Und damit willkommen zurück zu Torchlight 2 mit dem altbekannten Team. Wuhu. Ja. Das war unser Stichwort, oder? Ja, das, ich habe die dramatische Pause extra gelassen. Wir können jetzt Ja. hier nämlich die Tore aufmachen und die Truhen. Für die Wuhu, ich will auch gesamten machen. Quest. Sind das Gesandte, keine Geschickten? Ja, offensichtlich, sonst hätten sie ja nicht ihr ganzes Zeug verloren. Ja, stimmt. Bin ich vorbeigerannt? Ja, ich bin vorbeigerannt. Mist. Da sind die schönen Sternchen auf der Karte. Da ist Alles klar. Das muss jeder einzeln einsammeln, genauso wie jeder beim letzten Mal die Sachen lesen musste. Tja, das Wir haben ja stimmt. gelernt, was passiert, wenn man es nicht macht. Haben wir? Nein, wir waren nicht ungeschickt. Also, ich weiß Das nicht, hast du was ihr habt. völlig falsch Ich in habe ja Erinnerung. sofort alles beim ersten Mal gelesen gehabt. Ich würde sagen, dann versuchen wir jetzt hier mal den Außenring irgendwie zu schließen. Alles klar. Oh, da liegt Gold rum. Oh, da sind Bohnen zu gut machen. Da hinten war nur ein Gegner. Ach so, ja dann. Er hatte wohl keine Freunde oder so. Sonst keine Chance gelassen, ihm zu dritt zu mobben. Nee, drei Schon gegen zum einen dritten ist ja Mal. auch unfair. Warum? Würden wir noch niemals machen. Wir? Wir sind immer fair. Fair Play ist unser zweiter Vorname oder so. So, na dann muss ich mir wohl keine Gedanken machen. Oh, siehst du. Also wenn mein Zorn durch ist, bewege ich mich so schnell, dass ich die Gegner immer nicht treffe. Ja, blöd, ne? Ja, aber echt. Das ist ja geradezu schrecklich. Er heißt uns willkommen. Na dann. Abgegeben? Ja. Gibt's hier neben jetzt eine Folgequest, die aber glaube ich auch nicht sehr lang ist. In die Flüsterhöhle. Alles klar. Ach, hier gibt es wieder diese kleinen, miesen Viecher, die einem das Mana abziehen. Genau. Ist, glaube ich, das Böseste, was man mit einem Magier machen kann. Ach, ein Haushalt mit deinem Stock zu. Ja, das ist unglaublich effektiv, wenn ich das mache. Ja, nur besser als nicht zaubern können. Oh, schon wieder so ein blöder Schädel. Ich glaube, das ist der dritte von denen. Ist eine goldene Truhe. Mach sie auf. Habe ich doch schon. Das kann ich doch nicht sehen. Jo. Meine Güte, Alles also. einsammeln. Warst du Nee. schon? Ja. Das ist nicht Okay. viel hier drin. Wie gesagt, schnelle Quest. Na dann. Mit Dann diesem wieder was. blöden Schädel habe ich jetzt zum dritten Mal bekommen. Welche Shell? Diesen, den ich schon zweimal bekommen habe. Oh. Das ist informativ. Der ist lädt gerade, deswegen kann ich nicht sagen, was er genau tut. Okay.
In Rüstung bringt er Mana-Wiederherstellung und in der Waffe übermittelt er Verstummen für 2 Sekunden. Von euch benutzt keine eine zweihändige Stangenwaffe, oder? Nein. Schade. Ich bin auf Dings. Clown. Ich hätte eine einzigartige. Ach jo, pack's in die Truhe, ne? Ja, werde ich tun. Und dann können wir jetzt hier mal den inneren Bereich fertig erkunden. Oh, ich glaube, ich muss da noch eine Quest abgeben. Da war was. Ja. Du musst jetzt nicht, aber du könntest. Ja, ich weiß, dass ich nicht muss, aber... Ne, und so... Hatte irgendwer das Regenten-Set? Was hast du denn für ein Teil? Eine Hose. Die würde ich nehmen. Wo bist du denn? Da bist du. Ja. Ich weiß nur nicht, wie gut die ist, aber die habe ich gerade gekriegt. Ja. Wenn du willst, kannst du den Schädel dafür haben. Och, nö, lass mal. Danke. Ach, dann packe ich die Schädel jetzt einfach in die Hose, ist mir auch egal. Yay. Sehr gut, jetzt habe ich 3 Teile von dem Set. Hallo? Wo gehen wir jetzt hin? Hier ist eine Truhe. Dürfen wir da hingehen? Ja. Ich habe mit den 3 Teilen stehle ich jetzt nämlich 20% Gesundheit mit jedem Treffer. Also quasi 20% meines Schadens. Ja, das ist praktisch. Wäre ich doch fast am Heiltrank vorbeigelaufen. Kannst du nur. Dramatisch, wenn man davon einliegen lässt. Ja, das könnte mal den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Da geht's weiter, wo das Sternchen ist, geht's weiter für die Hauptquest. Da würde ich vorschlagen, gehen wir als letztes hin. Also jetzt erst in die Mitte oder wieder was? Da den mittleren Teil, den wir noch nicht gesehen haben? Ja, hier so das obere Stückchen. Genau. Da ist ja auch die verschlossene goldene Truhe. Haben wir ja auch noch nicht. Stimmt, die müsste irgendwo sein. Ja, hier. Stimmt, eindeutig. Nicht wahr? Ja. Jetzt noch gucken, wie man da... Ach, hier kommt man da hin. Wer will aufmachen? Oh, wenn du es nicht machen willst... Oh, ich habe den falschen Weg gewählt. Ja, Mist. Na egal. Jo, dann glaube ich, fehlt uns hier aber auch nicht mehr wirklich viel. Sagen wir auf zum Sternchen. Jo. Irgendwo hier unten. Die letzten Stückchen sollten wir uns vorher noch holen, aber... Ja, da ist ja jetzt, glaube ich, nichts mehr. Nee, das sind noch was so 2 Zentimeter oder sowas. So, dann rein mit uns. Okay. Wunderbar. Ui. Hier gibt's wieder Mana-Klaue. Ich sag's nur schon mal vorher. Okay. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Streber. Ich verteile das mal eben. Okay. Oh, ich kann das Geheul verbessern. Heulen will ich immer. Heulen ist gut.
Gehen wir vielleicht lieber erstmal hier unten rum. Das sieht nicht so aus, als wäre es weniger der Weg, den wir nehmen sollen. Ja. Und nachher ist es genau der Weg. Vermutlich, ja. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Oh, da oben ist einer. Hier ist unten ist ein Boss. Ja, aber der ist oben. Da müssen wir, glaube ich, außen rum. Ach so. Ah. Also jedenfalls so treffe ich ihn gerade nicht so gut. Ich dachte, ich greife den an. Na ja, gut, dann gehe ich auch mal nach oben. Es kann auch sein, dass ihr den von unten getroffen habt. Ich habe jedenfalls, glaube ich, gerade nur in die Luft gehauen. Also von daher. Ich will mitmachen, ich will mitmachen. Wartet auf mich. Gut, gut, du bist doch schon bei uns. Ja, juhu. Der kann einen runterschmeißen? Ist mir auch gerade aufgefallen. Naja. Ja, jetzt ist er tot. Ja, ich habe noch die Ruhm. Mein Inventar ist voll, mein Inventar ist voll. Verdammt. Okay, wir warten dann hier. Ich gucke mal, mir hat er natürlich nichts gedroppt. Ich auch mal sortieren. Bam. Er konnte einen doch da echt wieder runterkippen. Gemein sowas. Finde ich auch. Brauchst du einen Zauberstab zufällig? Ja, also wenn es jetzt zweihändig ist. Nein, aber er ist einzigartig. Dann eher nicht. Ich mag die zweihändigen irgendwie deutlich lieber. Ich hätte dir aber einen anbieten können. Das ist nett von du dir. Du hast sogar angeboten. Ja, das ist wahr. Gut, dann wollen wir. Ja. Diese Feuersäulen sind cool. Ja, die sind so nützlich. Oben, unten? Okay, sieht nach oben aus. Wo die Gegner sind. Nein, die sind vermutlich an beiden Seiten. Die hat man schon früh gesehen. Also nee, sobald ich mich so schnell bewege, treffe ich gar nichts mehr. Das ist dann durchaus problematisch. Oh, hier ist noch so ein Boss. Ging schnell. Ja. Moment, was habe ich denn hier bekommen? Konzentration 2 verbessert die Mana-Wiederaufladung. Ich glaube, du hast im Moment noch Konzentration 1, oder? Ja. Dann handeln. Dankeschön. Ich lass meinen Erfahrungsboost dann immer noch mal wieder weg, ja. Okay, es war der richtige Weg, wir müssen noch mal zurück. Oh, hier geht's nicht lang, das ist ja fies. Nein, sieht nur so aus, aber diese gewaltigen Helden, die ausgezogen sind, um die Welt zu retten, kriegen es nicht wirklich gebacken, so mal einen halben Meter zu springen. Das ist zu viel verlangt. Also man muss jetzt sagen, das mit den Bossen geht ziemlich schnell. Ja. Gut. Okay, viel haben wir nicht verpasst, aber ein Boss. Hat sich also gelohnt. Mhm. Und weiter nach unten. Immerhin klappt es inzwischen problemlos, dass wir das Spiel zusammenkriegen, ne? Also, ja. Es kann jeder den Server sehen. Juhu! Beim ersten Mal hat das ja nicht ganz so gut funktioniert. Ja, es ist durchaus eine Verbesserung, muss man so feststellen. Wo seid ihr denn schon wieder? Wir sind hier, doch direkt bei dir. Siehst du uns nicht? Doch, jetzt schon.
Jetzt, wo ihr an mir vorbeigelaufen seid, schon. Wir sind ganz in der Nähe. Was war denn das? Warum ist mein Inventar denn schon wieder voll? Möchte mal bitte irgendwie mit hier rüberkommen? Zu spät. Ja, komm dann wieder. Du kannst dich ja, glaube ich, zu uns teleportieren. Dachte, ihr seid hinter mir und auf einmal stand ich allein in den ganzen Monstern. Wir waren hinter dir, nur nicht so ganz so nah hinter dir. Kann ich eben sogar mein Inventar sortieren? Natürlich. Juhu. Ich mache hier nochmal die Kleinkramviecher platt. Das ist das praktisch an einer Gruppe? Ja, man kommt recht schnell wieder zurück, ohne dass man viel Geld verliert. Oh, muss gar nicht laufen. Ich gebe meinem Pet auch mal Zeug in die Finger. Ich hätte natürlich gerade, wo ich sowieso schon in der Stadt gewesen bin, auch einfach mal kurz was verkaufen können. Das wäre ja zu einfach. Ach ja, oh, ein Geheimraum. Wie wär's, wenn du mal wartest? Ich warte doch! Ich presche hier nicht schon wieder vor, das ist unser Vorprescher vom Dienst. Ach so. Ja, ach so. Die haben wieder rummeckert von wegen Levelvorteil. Mimi. Jetzt wahrscheinlich noch größer, weil ihr die wahrscheinlich getötet habt, wenn ich in der Stadt war. Ja, wir wollten uns dann nicht noch auch sterben lassen. Egal. Ach ja, wie gesagt, es gleicht sich mit der Zeit irgendwie sowieso aus. Gemeinsam sind wir stark. Dabei sein ist alles oder so ähnlich. Was, du bist ganz hinten in dem Raum? Jetzt ja. Der ist ein ziemlich großer Geheimraum. Ja, scheint so. Und hinten ist auch wieder der Ausgang aus dem Geheimraum. Also gegen die ganze kleine Gewürms kann ich nicht viel machen. Mein AOE hält sich eher im Rahmen. Selbiges gilt dann übrigens auch für meine Framerate. Aua. Seht ihr mal, das Geheule bringt's. Natürlich. Yay, Level up. Streber, duschen wir. Ihr habt zwischendrin doch auch alleins gehabt. Ja, aber wir sagen es nicht jedes Mal. Ja, bei mir sieht's ja sowieso jeder, da kann ich's dann auch noch sagen. Du müsstest es nicht sagen, weil es jeder sieht. Genau. Ja, aber ich kann es ja sagen. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass du es kannst. Mhm. Wir freuen uns auch riesig für dich. Na seht ihr, so haben alle was davon. Oh, mein Pet ist wieder da. Ich wollte mal hier noch eben die restliche letzte Ecke angucken. Mhm. Nur der Vollständigkeit halber. Da lag auch noch Gold rum. Man kann ich ja auch nicht einfach liegen lassen. Ja, das ist wahr. Ja, fast das Gefühl, ihr könnt's weitergehen. Wie kommst du nur auf so absurde Gedanken? Oh, da unten ist schon wieder so ein Boss. Das macht ja schon Spaß, muss man sagen. Man kann so bumm, bumm, bumm und alles ist kaputt. Deine komische Krabbe hüpft immer so. Ja, das tun die Tiere. Ja, also, ich glaube, man sind Tiere irgendwie. Headcrabs halt, das machen die. Die hüpfen so rum und... sehen seltsam aus. Sind knuddelig. Knuddelig? Ja, die wollen kuscheln. Ganz viel. Natürlich, die sind nicht besonders erfolgreich. Ach was. Die sind sehr erfolgreich. Die knullen ständig Leute mitten im Gesicht. Oh, ein goldener Helm aus der Truhe. Ich habe wieder mal nur Kleinkram bekommen. Ja. Nipa, was hast du für einen Helm? Was ich für einen Helm hab, weiß ich nicht. Muss ich nachgucken.
mal wieder was, was ich nicht gebrauchen kann. Oh, cool. In dem Fall, ich sage gerne danke und ich freue mich. Ich schicke mein Pad nochmal eben weg. Was habe ich eigentlich noch? Ich weiß gar nicht mehr, was der Boss hier genau macht. Gehen wir weiter? Oder warten wir hier? Also, ich bin soweit. Ich hab gerade mein Inventar. Gehen wir da noch das letzte Teil Karte angucken, oder? Da unten fehlt nur noch so ein kleines Fitzelchen, glaube ich. Also, ich kann da eben aber hinleiten. Ganz egal. Ich glaube, das war eine Truhe. Ich glaube, da unten waren wir gerade schon. Also, ich noch nicht. Und ich glaube, hier oben fehlt wirklich nur noch so ein winziges Fitzelchen. Nein, es ist noch ein bisschen mehr. Okay. Warte doch, Lügen. Ach, du hast doch eh einen kleinen Vorsprung. Wir lassen dir so ein paar kleine Würmer übrig. Nee, die dürft ihr behalten. Na gut. Dann halt nicht. War ja nur ein Vorschlag. Na toll. Hat sich aber noch gelohnt, ne? Hab ich jetzt noch weiter. Ich dachte jetzt schon. Bin ich angekommen und alles ist tot. Ein bisschen ist noch da. Menno, die kann sich teleportieren, die komische. Oder der komische. Naja. Euer Begleiter ist aus der Stadt. Och nö, warum ist mein Inventar permanent voll? Das ist doch blöd. Ein Raum. Noch einer. Ja. Oh, geheimnisvoller Streitkolben. Toll. Weil ja hier auch alle Streitkolben brauchen. Mann. Man kann nicht alles haben, ne? Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ja, aber wo hat man immerhin eher die Chance, dass irgendjemand es brauchen kann? Eben drum. Ich meine, es könnte was Einhändiges sein. Ja, es ist ein einzigartiger Streitkolben. 180 Schaden die Sekunde. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Das könnte ja quasi schon fast. Also ich meine. Guck's dir an, ne? Aha. Ich kann im Moment aber nichts annehmen. Mein Inventar ist voll. Und mein Pad ist gerade auf dem Weg in die Stadt. Ach, dann schmeiß irgendwas auf den Boden oder so. Na gut. Ja, oder nicht? Also ich meine, du musst nicht, aber ich finde, der sah jetzt so aus, als könntest du ihn vielleicht sogar gebrauchen. Zaubertempo, Angriff, ja doch, komm. Nimmst du mit, ne? Ja, ich brauche nur noch eine höhere Stufe dafür. Oder ich müsste mal wieder meine Punkte verteilen, das wäre auch nicht so schlecht. Ja, ein bisschen Fokus kann auch für einen Ingenieur gar nicht so schlecht sein. Mit so ein paar Feuer-Skills, die man später noch kriegt, lohnt sich das durchaus. Jo. Vor allen Dingen dieses Erdbeben. Blutsteinbeben-Ding, was man da irgendwie kriegt. Das lohnt sich dann echt, wenn man viel Fokus hat. Ab wann kann man das haben? 42. Das ist okay. Einer von den ganz hohen Skills. Ist aber dafür auch ziemlich gut. Man haut irgendwie so 8 oder 9 zielsuchende Explosionen auf den Boden. Ich kann, wenn ich meine Säulen ausbaue, bis zu 7 rufen. Aber ich bin mal gespannt, wie dieser Feuersturm ist, den die hier auf 42 kriegt. Also ich weiß, Niedermachen ist ziemlich cool für mich, allerdings kann ich mich auch eigentlich mit Linksklicken ganz gut durchbewegen. Ich würde schon mal reingehen, weil da ja eh noch ein bisschen Vorgeplänkel sein wird. Das kann ich dann schon mal laden, ne? Okay. Ich bin auch quasi da. Jojo,
Ja, kein Stress, das ist ja eh immer noch so der Vorraum mit dem Teleporter drin. Wir warten, bevor wir teleportieren. Okay. Ich muss mal irgendwie meine ganzen goldenen Gegenstände hier so. Das ist ein gigantischer Vorraum. Ja, lässt sich einiges mitmachen, ne? Aber immerhin stehen hier ein paar Bücher. Wenn man langweilig ist, kann man was lesen. Perfekt. Ich würde dir jetzt was zur Story erzählen, aber ich habe den Überblick verloren, warum wir jetzt hier gegen den Großregenten kämpfen. Weil der von irgendwas angesteckt worden ist, infiziert worden ist. Wir Okay. sollten ihm eigentlich hinterhergehen und ihn aufhalten, aber wir waren zu langsam. Na gut. Dann, ab geht's. Ich höre mich gerade bei irgendwem selber. Ja, ich höre dich auch doppelt. Und mich selber auch. Ich kann sagen, ich höre euch nicht doppelt, das heißt, sobald der tot ist, ändere ich das. Jo. Lange wird er ja eh nicht leben. Wunderbar. Was hat er gedroppt? Irgendwas Irgendwas, was mir so Goldenes. aussieht, als könnte ich. Juniper, irgendwie, glaube ich, hätte ich deine Da oben ist Klasse was, nehmen was uns sollen. angreift. Ich habe auch was für Glutsteinmagier bekommen. Also freu Ah, dich doch. danke. Ich weiß nicht, ob es dir nützlich ist, aber. Mir nützt es jedenfalls nichts. Soll ich dann mal kurz die Aufnahmen beenden, dass du dein Mikrofon da Problem geregelt kriegst? Gut, Wollte ich dann bis sagen. gleich.